Dieser junge Mann, besser bekannt als Joel the Process Embiid, ist aktuell einer der aufregendsten Basketballer in der NBA und auch mich überzeugt er mit all seinen Facetten, mit seinem kompletten Skillset, so dachte ich mir. Wir packen mal ein schönes Porträtvideo zu dem Center des 76ers aus. With the third pick in the 2014 NBA Draft, the Philadelphia 76ers select Joel Embiid from Yaoundé, Cameroon and the University of Kansas. Alles begann im Draft 2014, als die Franchise aus Philadelphia den Kameruner an dritter Stelle pickten. Durch seine Verletzungsmisere fiel er sogar nur auf den dritten Pick, war prognostizierter First Overall. Aber so kann es gehen. Die Philadelphia 76ers gingen das Risiko ein, denn der Mann wurde auch mit Hakeem the Dream verglichen. Das ist natürlich schon ziemlich viel Ehre und riesige, wirklich riesige Fußstapfen. Doch die 76ers sollten erstmal Pech haben, und zwar in doppelter Manier. Zunächst die Stressfraktur, was die komplette Rookie-Saison zunichte machte, und direkt darauf nochmals an der gleichen Stelle im rechten Fuß brach er sich genau dort wieder den Knochen. Aber die 76ers blieben geduldig und am 26. Oktober 2016 war es dann soweit, das Debüt von The Process, und der Mann zeigte, was er konnte oder wozu er fähig war. Das komplette Potenzial, 20 Punkte in 20 Minuten, dazu 7 Rebounds, 2 Blocks, 38% aus dem Feld gegen die Oklahoma City Thunder, dazu ein mieser Block gegen Russell Westbrook. Doch was macht den Mann so unglaublich stark? Das werden wir hier schön auseinandernehmen, schön unter die Lupe nehmen und gehen zunächst auf die Offense ein, wo wir über Athletik und Power sprechen müssen. Der Mann ist so unglaublich brachial und so unglaublich athletisch auf 2,10 Meter. Er stopft mit absolute Autorität, wie die Amerikaner zu sagen pflegen, und ist somit eine unglaubliche Naturgewalt in der Zone. Ein nicht ganz unwichtiger Fakt, wenn man auf der Center-Position spielt. Falls ihr noch nicht überzeugt seid, zieht euch einfach diesen Putback-Dunk gegen die Warriors rein. Out of nowhere mit einer Hand und es knallt gewaltig. Die Halle ist erstmal fassungslos. Also genau dieses Skillset bringt er zunächst mit. Aber was mich so beeindruckt, ist die nächste Kategorie. Vergesst nicht, 2,10 Meter, pure Kraft und Athletik. Aber er verbindet das mit Finesse und Flair. Der Mann hat unglaubliche Fußarbeit gepaart mit Koordination, ist er kaum auszurechnen, denn diese Kombination aus Power, Finesse, Athletik ist einfach ganz, ganz schwierig zu verteidigen. Man weiß halt nicht, was er als nächstes macht. Das spürt auch Jamal Crawford erst hier mit dem Pump Fake, dann der Eurostep gegen Karl Anthony Towns. Footwork, gerade schon angekratzt, und auch der Vergleich zu Hakeem the Dream wurde schon thematisiert, und dann sind wir in der Paradedisziplin, die Post-Moves und die Post-Ups. Oh mein Gott, der Mann shaked ohne Ende, kann faken, bewegt sich wie eine Tanzgöttin und bringt jeden Post-Verteidiger in Schwierigkeiten. Der Fake, der Hook, Post-Ups gegen Alex Lynn zum Beispiel, der da gar nicht weiß, was passiert. Es sieht einfach nur wunderschön aus, ist effektiv und kann zu Double Teams führen und natürlich zu Kickouts, Dreier. Das ist
kein Geheimnis. Zudem kommt der Midrange-Touch. Durch die Post-Ups und die Face-Ups hat er da noch eine Waffe, kann niemals offen gelassen werden. Der Mann hat das absolut im Repertoire und kann zudem, mein Gott, so viele Zudems, seinen eigenen Wurf kreieren, eine wandelnde Gefahr von überall. Und wenn wir über seinen Jay sprechen, Joel hat auch noch den Dreier im Repertoire. Kein Lasershooter, ist klar auf der 5, aber 31% in der aktuellen Saison von Downtown. Das ist okay, nicht bahnbrechend, aber man muss seinen Wurf von draußen auf jeden Fall respektieren. Bei der ganzen Offense dürfen wir natürlich nicht die Defense vergessen und da ist Embiid eine Blockmaschine. Das ist so sein Aushängeschild. 1,84 Blocks per Game aktuell in der Saison, ist Vierter im Ranking und er ist ein wahrer Rim Protector, macht sein Team defensiv so unglaublich stark. Wenn wir uns das Real Plus Minus mal anschauen, ist er auf dem 10. Rang. Aber wenn wir die Defensivrubrik ranziehen, 3,18, da ist das der Topwert. Er ist der Defensivanker. Über ihn geht die Defense, Chase Down Blocks, 1 gegen 1 Blocks. Er kann alles, ist agil. Wir sprachen schon über die Athletik und unglaublich effektiv. Doch wie weit kann es für Philly gehen mit Embiid? Das aktuelle Roster kennt man mit Simmons, mit Redick, mit Covington. Fultz ist bekanntlich verletzt, die Causa ist etwas komplizierter. Doch die Zukunft scheint rosig für die Stadt der brüderlichen Liebe. Noch spiegelt sich das nicht komplett in der Eastern Conference wider. Aktuell 25 Siege, 25 Niederlagen, doch wir erinnern uns, das sah mal ganz, ganz düster aus für Philly. Nun spielt man um die Playoff-Platzierungen im Osten mit und wenn man die Entwicklung weiter so voranschreiten lässt, dann ist es kein Geheimnis, dann wird man eine Dynastie aufbauen können. Vielleicht nicht jedes Jahr in den Finals, doch man wird den Contender-Status innehaben. Ich mache mir aktuell keine Sorgen um das Team. Embiid legt auch aktuell 23,6 Punkte auf, 11 Rebounds, 1,8 Blocks und knapp 50% aus dem Feld. Ist auch zum ersten Mal überhaupt All-Star geworden, sogar Starter. Völlig zu Recht, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist Joel The Process Embiid, das Porträtvideo zu ihm. Wir sind durch. Hat sehr viel Spaß gemacht, ihn unter die Lupe zu nehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Feedback da.